Im Frühjahr 2016 sorgt die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama für Schlagzeilen, sie soll Dutzenden Politikern und Prominenten mit Briefkastenfirmen geholfen haben. Sie sei Opfer eines weltweiten Cyberangriffs geworden, der Kanzlei sei durch die Schädigung ihres Rufes. Die Medienkampagne, darunter auch der Süddeutschen Zeitung, über rund 200.000 von der Kanzlei Mossack Fonseca gegründete Briefkastenfirmen berichtet, in denen Politiker, heißt es in der Mitteilung, die von dem deutschen Anwalt Jürgen Mossack und seinem panamaischen Partner Ramon Fonseca gegründete Kanzlei teilte weiter mit, um Anfragen von Behörden oder von privater Seite zu bearbeiten. Quelle: ntv.de.